So, nun machen wir weiter mit der Corinna und die ist 41. Guten Morgen, Corinna. Guten Morgen. Corinna, was ist dein Thema? Missbrauchsschutzbefohlener. Missbrauch von Schutzbefohlenen? Mhm. Mach's mal konkreter. Meine Tochter ist jetzt seit Februar 15 und war zu dem Zeitpunkt noch 14 und ein Lehrer hatte ein sexuelles Verhältnis mit meinem Kind. Ein Lehrer? Ja. Wie hast du das erfahren? Rosenmontag war meine Tochter mit ihren Freundinnen feiern. Ist ja normal, denkt sich keiner was bei. Voriges Jahr? Nein, jetzt. Dieses Jahr. Mhm. Sollte dann, wie besprochen, um 7 zu Hause sein. Stattdessen kam Anruf, mein Kind hatte eine Alkoholvergiftung. 2,8 Promille, weil sie diesen Druck, wie wir im Nachhinein erfahren haben, nicht mehr standhalten konnte. 2,8 Promille? Ja, eine Stunde später wäre sie tot gewesen, hat man uns auch gesagt. Sie hat das ganz alleine mit sich ausgehandelt. Sie wollte das niemandem sagen, weil sie wusste, dass das nicht okay ist. Mhm. Zu mir konnte sie nicht kommen, weil sie wusste, dass ich dann Schritte einleiten würde, was ja auch normal ist. Ihrer besten Freundin hat sie es nicht gesagt, weil sie dachte, die hasst sie dann. Ja. Das Handy hat man uns dann mitgegeben und ich habe in dem Handy nach Anhaltspunkten gesucht, woher sie den Alkohol hat. Mhm. So, und da habe ich dann SMSen gefunden, die ich eigentlich besser niemals hätte lesen wollen, wo ich im Nachhinein sage, gut, so, sonst hätten wir es nicht rausbekommen. Was stand in den SMSen drin? Hardcore-Schiene. Sex? Ja. Von diesem Lehrer? Ja. Zu deiner Tochter, die 14, 15 war? Genau. Boah, das ist ja ein Schock. Ja, das ist ein Schock und ich weiß jetzt auch nicht, was da noch alles auf uns zukommt. Lass mich noch fragen, du hast dieses Handy gelesen, da lag deine Tochter noch im Krankenhaus? Nein, da war ich abends gar nicht mehr fähig für, das habe ich Dienstagmorgen gelesen. Ja. Weil ich abends so traurig war und fertig, dass mein Kind da liegt. Mhm. Gut, aber du hast sie dann bald daraufhin ansprechen können? Darauf ansprechen können? Ja, sie hat dann gesagt, nein, das ist der gar nicht. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich habe das recherchiert, das stimmt. Da hat sie nichts mehr zugesagt. Hat sie es denn dann bis heute richtig zugegeben? Sie ist in einer Kinderpsychiatrie im Moment seit 4 Wochen und ist heute zum ersten Mal zu Hause. Darf auch bis Sonntag bleiben. Weißt du denn, was genau alles vorgefallen ist? Nein, nicht wirklich, nur anhand, was ich gelesen habe. Sie hat sich da mit den Therapeuten unterhalten. Also hat sich jetzt endlich mal jemand geöffnet. Mhm. Ich spreche sie nicht darauf an, weil wenn sie möchte, kommt sie zu mir. Mhm. Weil ich denke mal, die hat im Moment genug Stress und muss überall antworten. Ja. Und deshalb lasse ich das jetzt erst. War das ein sehr enger Lehrer, also ein Klassenlehrer? Ja, nein, Klassenlehrer nicht. Der macht auch Sanitätsausbildungen in der Schule. Was macht er für eine Ausbildung? Sanitätsausbildung. Sanitätsausbildung. Mhm. Ja, und da hat sie auch, das hat sie da auch gemacht. Mhm. Er ist beim DRK, sie beim Jugendroten Kreuz und da war er auch ihre Führungsperson. Hast du diesen Mann angezeigt? Ja, natürlich. Anzeige läuft, Ermittlungen sind in. Boah, ich kann gar nicht richtig sprechen. Das glaube ich. Das ist ja auch ein absoluter Schock. Bist du alleinerziehend? Ja, aber ich habe das Glück, den Papa immer an meiner Seite zu haben. Ah ja, also da ist Unterstützung an deiner Seite. Ja. Gibt es nur dieses eine Kind? Nein, wir haben 3. Ah ja. Ist sie die Kleinste? Jüngste und dann noch ein Mädel, ja. Ja. Hm. Weißt du schon irgendwie, wie dieser Täter sich, oder der mutmaßliche Täter sich geäußert hat bei der Polizei? Er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Oh. Und hat sich selber in die Psychiatrie einweisen lassen und macht jetzt auf Opfer und das Mädchen ist schuld, weil, ja. Das Mädchen ihn verführt hat, vermutlich. Ja, sagt er, stimmt nicht. Ah, ist das ekelhaft. Ich sag mal ganz ehrlich, selbst wenn sie sich nackt vor ihm geregelt hätte, er hat sie nicht anzufassen. Absolut. Natürlich. Wie alt ist er? 41. Weißt du, ob man bei dem Lehrer irgendwas gefunden hat? Es gab doch bestimmt dann Hausdurchsuchung oder. Hat man? Ganz viele Sachen. Ganz viele Sachen. Was weißt du? Bilder von anderen Mädchen. Auch Schülerinnen? Ob das jetzt Schülerinnen waren, weiß ich nicht wirklich genau. Das möchte ich jetzt auch nicht einfach behaupten, aber ich denke mal schon. Woher weißt du das, dass man das gefunden hat? Von der Kripo. Die haben es dir erzählt? Nein. Akteneinsicht, Anwalt.
alt. Ach so. Ja. Also ein Mann, der vielleicht schon sehr viel dergleichen... Selber die Tochter von ihm ist ein Jahr jünger als meiner, also da packe ich mir einen Kopf. Der Mann ist verheiratet und hat ein Kind. Ja. Du sagst, man hat Bilder gefunden von anderen Mädchen. Hat man auch Bilder von deiner Tochter gefunden? Nein, man hat ihr die nur vorgelegt, weil die Köpfe waren geschwärzt aus Datenschutzgründen, was verständlich ist. Und hatte dann gefragt, ob sie das wäre, und da ist sie total ausgerastet und hat dann endlich mal bemerkt, dass es gar nicht um sie ging, sondern nur um seinen Spaß. Ja, und wie gesagt, die Kleine war 14 und hatte das erste Mal mit so einem, Entschuldigung, pädophilen Schwein. Wenn du jetzt so die Zeit zurückblätterst, so das letzte Jahr. Ganz schlimm, weil ich mache mir Vorwürfe, ich habe es nicht gemerkt. Ja, ich frage dich gerade, gab es jetzt im Nachhinein irgendwelche Anzeichen, von denen du heute sagst, das hätte ein Anzeichen sein können? Ich hatte Ende letzten Jahres mal gefragt, weil sie sich sehr verändert hat. Sie ist immer sehr aufgeschlossen und lustig. Da habe ich sie einfach gefragt, ob sie vergewaltigt wurde. Und da war sie ganz erschrocken und hat gesagt, wie kommst du da drauf? Ich sage, weil du nicht mehr meine kleine Anni bist. Du bist einfach in dich gekehrt, traurig, weinst in deine Kissen. Irgendwas stimmt da nicht. Aber das ist ja schon völlig verrückt, dass du sie fragst, ob sie vergewaltigt wurde. Ja, weil die Anzeichen da waren. Ich kenne das. Und woher kennst du das? Von mir selber. Ah. Und deshalb dachte ich, da frage ich jetzt einfach, das kann man auch nicht schön umschreiben. Das muss man einfach so fragen. Ich hätte jetzt gedacht, das Mädel ist so in der Pubertät, dass sie vielleicht Liebeskummer hat oder so, ja, etwas. Ja, gut. Pubertät, klar, aber das sind andere Sachen. Das ist dann wieder nicht ganz so krass, sag ich mal. Hast du es selbst als Kind auch erlebt? Nein, als Erwachsener schon. Dann hat sie das so weggewischt und hat gesagt, nein. Ja. Hast du es ihr dann... Da habe ich es dann bei belassen, weil ich dachte, irgendwas stimmt dann nicht. Ich frage dann anderes Mal nochmal nach. Aber ich kam ja nicht mehr an sie ran. Wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, denke ich, naja, wenn ich so einen Kerl an der Seite habe, dann muss ich auch auf meine Mama nicht hören. Weil wir waren immer wie beste Freundin. Das Schlimme ist ja auch, dass du nach wie vor ja im Nebel dich bewegst und nicht genau weißt, was da vorgefallen ist. Genau. Du hast diese Simse gelesen, die schon auf krasse Sachen hindeuten. Ja. Aber was genau alles war, weißt du nicht. Ganz ehrlich möchte ich auch nicht, weil das reicht mir schon. Und das Schlimme ist, ich darf dem nichts tun und das stört mich am allermeisten. Du kannst nichts tun im Moment. Nein, ihm möchte ich am liebsten was tun. Und ach, ihm möchte, nein, das darfst du natürlich nicht. Und das regt mich auf. Deine Tochter hat nicht viel gesagt. Nein. Hat sie denn vielleicht dennoch gesagt, dass sie kurzfristig in ihn verliebt war? Weil sie war verliebt in ihn, klar. Naja, klar war das jetzt nicht so. Nein, aber sie war verliebt in ihn. Und dann hat er das brutal ausgenutzt. Ja, weil das ist so ein kumpelhafter Typ. Und ich denke mal, in dem Alter, wo sie war, die pubertieren, ist ja klar, die haben dann Stress mit Mama. Ich war auch mal 15, ich weiß noch irgendwie, wie das ist. Und dann kann man sich ja dahin schon sagen, ach komm, erzähl mir mal, bla bla bla. Ja. Und du kannst nichts machen, du kannst nichts gegen ihn unternehmen. Nein, und das regt mich total auf. Das ist ich sag mal, bei solchen Leuten müssten die Gesetze ruhen. Ist meine Meinung. Ja, das ist natürlich aus der Sicht einer betroffenen Mutter völlig verständlich, dass du das so sagst. Hört sich vielleicht gemein an, aber ist mir im Moment so. Ja. Jetzt ist er in der Psychiatrie und hat sich selbst einweisen lassen. Wie beurteilt das dein Rechtsanwalt, euer Rechtsanwalt? Taktik. Weil das ist doch besser wie U-Haft. Der ist in dieser Hinsicht noch nie vorher aufgefallen. Das wissen wir ja noch nicht, da wird ja noch ermittelt. Ja. Kennst du denn die Familie auch von ihm? Nein. Aber du weißt, dass ein... Ich weiß, sie ist auch Lehrerin, war auch immer sehr engagiert im DRK. Hast du denn mittlerweile mit den Freundinnen oder vielleicht der besten Freundin deiner Tochter mal gesprochen? Ja, aber sie wusste das wirklich auch nicht. Meine Tochter hat ihr das letzte Woche erzählt.
Und was sagt die Freundin zu dem Fall? Die ist ja gleichaltrig vermutlich. Die war geschockt, die konnte das auch nicht fassen. Weil ich sag mal, meine Tochter, die leidet seit einem Jahr, also knapp einem Jahr an Essstörungen. Und wir hatten das dann über die Schiene laufen lassen, dass sie eingewiesen wurde, weil sie Essstörungen hat. Weil das nicht jeder so wissen musste. Und das hat dann auch erstmal jeder geglaubt in der Schule. Und die Freundin, geht die auch auf diese Schule wie deine Tochter? In einer Klasse. Einer Klasse. Hat die denn irgendwas über diesen Lehrer erzählt? Das hat niemand gemerkt, keiner. Nee, man hat es nicht gemerkt, aber was das so für ein Typ ist, wie der sich so gegeben hat. Ich kenne den ja, mein großer Sohn war ja auch 5 Jahre. Ach so, du kennst ihn persönlich schon länger. Sehr nett. Wie lange wird deine Tochter jetzt in der Psychiatrie bleiben müssen? Voraussichtlich wird sie Freitag entlassen nächste Woche. Wie wird das dann weitergehen? Sie hat dann so einen Coach an ihrer Seite, so einen Streetworker. Da kann sie sich dann 3-4 Mal die Woche mit treffen, weil das ist eine neutrale Person. Ja. Dann gibt es noch dieses Schattenlicht. Schattenlicht, was ist das? Ja, das ist so eine gemeinnützige Gesellschaft, also Einrichtung für Missbrauch. Ja. Auch für Mamas, da gehe ich auch hin. Wird sie denn in diese Schule wieder gehen? Ja, sie will dahin. Und ich befürworte das auch in dem Sinne, weil es ist ihr letztes Jahr. Und sie möchte es probieren. Das möchten wir ihr nicht versauen. Weil sie sagt, ich möchte mir nicht die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn. Ja. Es kann sein, dass ich es 5 Minuten ertrage, eine Stunde oder nach dem Tag sage, ich kann nicht. Ja. Aber die Chance soll sie haben. Und sie hat keine Sorge, dass sie sich da schämt vor den anderen? Nein, nicht, weil mittlerweile hat sie ihre Schuldgefühle abgelegt. Gott sei Dank. War ja immer der Meinung, sie ist schuld. Ja, das ist ja traurigerweise immer der Fall, oder ganz oft der Fall bei solchen Dingen. Ja. Eine sehr schlimme Geschichte, Corinna. Ja. Schlimmer geht's nicht. Ja. Finde ich. Also, ich wünsche deiner Tochter von Herzen alles Gute. Ich wünsche dir viel Kraft. Ja, die brauchen wir. Ja, und ich möchte auch dir anbieten, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Dann ist ein bisschen mehr Zeit, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist. Okay. Ja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss.